und herzlich willkommen zu unserer nächsten Sendung mit Cornelius van Lessen, dem energetischen Virenscanner. Hallo Cornelius, schön, dass du gekommen bist und dass wir uns jetzt mal über die Fragen der Teilnehmer unterhalten können. Denn wir haben hier eine riesige Liste aufgeschrieben und genau deine Frage, die ist bestimmt auch dabei und deswegen darfst du sehr gespannt sein, was Cornelius uns dazu jetzt antwortet. Und ich glaube, wir fangen am besten sofort an, oder? Ja, wir sind, wir haben ja schon einige Videos veröffentlicht und es kommen noch einige mehr, noch viele, viele mehr. Aber es haben sich schon ein paar Fragen ergeben und ich denke, es ist jetzt Zeit, dass wir diese Fragen beantworten. Denn in der Zwischenzeit stauen sich vielleicht neue Fragen wieder auf, dann machen wir das nochmal neu und dann können wir das wieder beantworten. Damit sind wir schon mittendrin. Die Behandlung, die du machst, gibt es da eigentlich irgendwelche Nebenwirkungen? Und wenn ja, welche? Ich spreche in die Kamera, glaube ich, das ist das Einfachste. Okay, es gibt eigentlich keine Nebenwirkungen. Das eigentlich muss ich erklären. Was ich mache, ist Energien aus dem System des Menschen entfernen, die dort stören. Wenn diese Energien entfernt sind, dann fängt die eigentliche Heilung des Körpers des Menschen an. Bei diesem Heilungsprozess, der kann sich komisch anfühlen. Also weil, als Beispiel nehmen wir mal den Rücken. Der Rücken war bislang immer Rückenschmerzen und auf einmal fließt Energie durch und es fängt sich an zu heilen, das System. Das sind die Nebenwirkungen. Sonst kann es keine Nebenwirkungen geben. Es ist einfach nur eine Entfernung von Blockaden. Ich habe mir auf dem Weg hierher überlegt, wie erkläre ich es einfach. Es ist, als ob ein Stein in einem Getriebe drin hängt und deswegen arbeitet das Getriebe, also der menschliche Körper, nicht mehr normal. Wenn ich diesen Stein entferne, dann kann das Getriebe wieder voll arbeiten und Heilung darf geschehen. Während der Heilung kann man sich allerdings wieder neue Steine, Energien einfangen. Deswegen das Angebot, das Video so oft wie möglich anzuschauen, bis man merkt, gut, jetzt ist Heilung vollbracht. Das ist eigentlich der ganz einfache Trick dabei. Wie sieht es eigentlich aus, wenn ich sowieso aktuell in einer ärztlichen Behandlung bin? Sollte ich die abbrechen, weil ich jetzt da eine energetische Behandlung mache? Sollte ich die parallel machen oder wie geht es überhaupt weiter damit? Ja, auf keinen Fall abbrechen. Das ist nicht Sinn einer energetischen Heilung. In Deutschland ist es nicht erlaubt zu heilen. Es ist nur erlaubt Stärkung der Selbstheilungskräfte. Das ist, was ich mache. Deswegen muss man manche Dinge auch so verwirrt erklären. Aber das ist die gesetzliche Vorgabe. Kein Heilversprechen, keine Diagnose stellen und keine Medikamente verschreiben. Das dürfen nur Ärzte und die das von Amts her erlaubt ist oder beruflich machen. Ich mache es ja auch beruflich, aber energetische Stärkung der Selbstheilungskräfte. Also keineswegs eine Behandlung abbrechen. Man muss auch ganz klar sagen, es gibt durchaus Bereiche, wo Ärzte deutlich stärker sind. Und das sollte man nutzen. Das eine nutzen, das andere aber nicht lassen. Ich halte viel von einer Kombination. Gehen Sie zum Arzt, machen Sie das, was er sagt, nehmen Sie die Medikamente ein, die er Ihnen verschreibt. Aber warum nicht parallel energetische Heilung oder diese Videos nutzen? Das wäre mein Vorschlag, so ranzugehen und dann sind wir alle auf der richtigen Seite. Und Sie haben den vollen Effekt von zwei Methoden, herkömmlich und ich sage mal die neue Medizin, die ich jetzt vertrete. Damit hast du gleich die nächste Frage aufgeworfen, die ein Teilnehmer gestellt hat. Und zwar, wo sind denn dann die Stärken bei der herkömmlichen Medizin? Die Frage können wir ja ruhig vorziehen. Ja, die Stärken bei einer herkömmlichen Medizin sind auf der einen Seite natürlich die Diagnose. Mit diesen vielen guten Geräten, Computertomographie fällt mir da nur stichwortmäßig ein. Und viel feinere körperliche Analyse. Also, wenn Sie kämen und sagen, ich habe irgendwas, ein Problem im Bauch, dann fühle ich nur schwarz-weiß. Ich weiß, da ist eine Energie, die stört, die muss entfernt werden. Werden sie durch die Röhre geschoben, dann kann der Arzt viel mehr feststellen und mit diesen Hinweisen, die sie mir auch geben, wenn ich solche Untersuchungen gemacht habe, komme ich auch viel weiter mit. Und die Schwäche bei meinem System ist Entzündung. Entzündungen zum Beispiel im Körper, also wo Heilung fast stattfindet, also
die sind schwer zu erfassen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Da muss ich mich echt umstellen, um so Entzündungsherde festzustellen. Und das ist eine echte Schwäche. Also sich nur auf den Heiler zu verlassen, ist fahrlässig. Sich nur auf den Arzt zu verlassen, ist nicht fahrlässig. Aber gerade bei chronischen Dingen ist eigentlich der Heiler oder der energetische Heiler die Stärkung der Selbstheilungskräfte deutlich im Vorteil, denke ich mal. Das ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist natürlich die ganz normalen Wehwehchen. Also ich habe mir einen Arm gebrochen oder Brüche oder Autounfall und solche Geschichten. Arzt, gut, nichts anderes machen, kann die energetische Heilung unterstützend wirken. Bakterielle Infektionen, immer zum Arzt, keine Frage. Also so gibt es viele Dinge, wo man einfach sagt, ein normaler Menschenverstand, wo der Arzt sofort und hilfreich ist, auch aus Erfahrung der Vergangenheit, immer zum Arzt gehen, nicht auf den energetischen Heiler warten. Chronifizierte Dinge, immer zum Heiler gehen, zum energetischen Heiler. Weil da steckt was anderes dahinter. Das sind dann Energien, die man entfernen kann. Bakterien abtöten, da gibt es Medikamente. Das ist kein Kunstwerk für einen Arzt, das macht er jeden Tag. Chronische Dinge lösen, Energien entfernen, da denkt niemand drüber nach. Das ist aber ein Hauptgrund für solche Dinge und da wären sie bei mir ganz gut aufgehoben. Sag mal, wenn ich mir das so angucke, wir haben super Kommentare, wir haben Erfolge, die uns da geschrieben werden, was die Menschen mit den Videos, die wir hier nur gemeinsam machen, mit deiner energetischen Heilung. Warum machen das denn eigentlich andere nicht auch so? Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Warum machen das andere nicht? Man muss vielleicht davon ausgehen, irgendwann hat die Medizin sich geteilt. Der ursprüngliche Weg, Schamanen, Rituale und sowas, ist nicht mehr anerkannt worden. Hat man gesagt, nutzt nichts, bringt nichts, lassen wir weg. Und man ist auf diesen Weg der chemischen Heilung gegangen. Also Medikamente verschreiben und diese Dinge her. Und das, der alte Weg ist eigentlich vergessen worden. Und diesen alten Weg wieder zu beleben. Und meine Überzeugung ist, meine Aufgabe, meine Überzeugung ist, wir sind energetische Wesen. Wir sind weniger chemische Wesen. Wir haben natürlich hier als Körper auch chemische Vorgänge, wo sich der Arzt darauf konzentriert oder die normale Medizin, Anführungsstriche, was ist normal. Aber wir sind energetische Wesen. Und wenn man das energetische Thema behandelt, dann geht es viel schneller und viel einfacher, wo andere sich ein Leben lang, wo sie sich ein Leben lang mit quälen, ist für aus der energetischen Sicht ein Klacks. Da können wir vielleicht nochmal Themen drüber machen, aber das ist der Vorteil. Und warum machen sie es nicht? A ist mit einem Malus versehen wollen, dass man das nicht mehr macht. Das ist anrüchig geworden. Es wird jeden Tag im Fernsehen bereitet. Das ist alles Charlatanerie und bringt sowieso nichts. Und wenn man einfach diesen Pfad eingeschlagen hat, dann ist es manchmal schwer, diesen eingeschlagenen Pfad zu verlassen. So ist mein Gefühl. Das hat ja auch seine Wirkung, habe ich vorhin ja gerade bei der anderen Frage beantwortet. Entzündungen, wo man mit einfachen Antibiotika und solchen Dingen viel erreichen kann. Da ist da die Stärke der herkömmlichen Medizin. Die neue Medizin, deswegen darf ich es so nennen, ist eine energetische Medizin. Und ich glaube, die wird schon wachsen. Deswegen mache ich auch die Videos, um dieses Bewusstsein für diese neue Medizin, es ist ja keine, darf ich keine Medizin nennen, sondern Stärkung der Selbstheilungskräfte. Ich glaube, das ist der Schlüssel für die Zukunft, um ehrlich zu sein. Ne? Und die Zusammenarbeit, glaube ich, zwischen Heilern und Ärzten und vielleicht, dass es dann in Zukunft auch Ärzte gibt, die auch Heiler sind. Ja, das wäre eigentlich die richtige Kombination, weil die haben viel Fachwissen in dem einzelnen Bereich, was ich mir mühselig anlesen muss, wenn es um spezielle Organe geht. Da muss ich mich da erst reinarbeiten, um noch effektiver zu sein. Und das hat ein Arzt von der Ausbildung her, Heilpraktiker auch, der muss auch sowas lernen. Ich bin beides nicht. Ich bin, wenn man so will, medizinischer Laie, aber Profi bei der Stärkung der Selbstheilungskräfte. Die Kombination ist die richtige. Und Personen, die beides integrieren, diese werden die erfolgreichen. Ich werde irgendwann anfangen, es zu unterrichten. Und eigentlich, du sagst es, wären ja eigentlich die Doktoren meine
Schüler. Die müssten kommen und sagen, aha, es gibt ja noch was anderes. Ich kann auch auf diesem Bereich noch erfolgreich sein. Es gibt ja ganz alte Ärzte, die auch diesen alternativen Weg nicht verdammen, sondern den einfach nutzen, wo sie sehen, das bringt was. Und das wäre das, das wären die richtigen für mein Programm. Schaut euch an, wie kann man energetisch solche Themen auch noch lösen. Ich bin da fest von überzeugt von. Ich weiß, einige werden darüber lachen. Das ist, ist aber normal. Jemand wird immer ein neuer Weg gegangen wird, das ist das richtige Wort, gibt es viel Protest dagegen, weil es darf nicht sein, was nicht sein kann. Es ist wie damals mit der Erde ist eine Scheibe, Erde ist eine Kugel, der ist verhaftet worden, musste abschwören, dass das nicht so ist. Es wäre jetzt ein bisschen hochtrabend, wenn ich mich damit vergleiche, aber ähnlich ist es. Energien sind die Ursachen für viele Probleme. Und diese Energien zu entfernen, ist nicht problematisch. Könnten viel mehr, wenn Sie Interesse hätten, es zu lernen. Ein Aufruf für mein eventuelles Programm ist zu unterrichten. Ne? Also ich weiß von anderen Seminaren, da sitzen teilweise verdeckt schon eine Menge Ärzte drin. Also es geht los. Es ist nicht so, dass wir jetzt am Anfang stehen, sondern wir sind mittendrin. Und das kann ich auch zu eurer Beruhigung sagen. Es gibt immer mehr Ärzte, die sich in der Richtung informieren, es aber nicht nach außen tragen. Fragt einfach mal euren Arzt unter vier Augen. Da wird er vielleicht das ein oder andere schon wissen oder sagen oder vielleicht auch tun. Ich kenne auch, um das nochmal zu ergänzen, Masseure, Physiotherapeuten, die das im Hintergrund mit anwenden. Bewusst oder unbewusst. Genau. Sie berühren und gleichzeitig geben sie noch eine Energie rein. Und das ist eigentlich die Kombination. Nicht das reine Manuelle, will ich jetzt gar nicht weiter darüber auslassen, aber zusätzlich diese energetischen Aspekte mit hineinnehmen, das bringt dann die Wirkung. Und deswegen ist der eine Physiotherapeut oder Masseur, hat höhere Erfolge als der andere, ist meine Überzeugung. Ne? Und wenn wir uns mal so über einen deine Behandlung unterhalten und da ist ein Schmerz gewesen. Kann dieser Schmerz denn dann eigentlich auch wandern? Das werde ich öfters gefragt. Es ist so wie bei der Musik. Der lautere Ton übertönt den Ton, der kleiner ist. Also als Beispiel, Sie haben Rückenschmerzen irgendwo und diese Energie entnehme ich entferne ich, das merke ich in meiner Praxis oder jetzt beim Video auch. Und auf einmal taucht ein Schmerz auf an einer Stelle, wo dir noch nie geschmerzt hat. Dann werde ich immer gefragt, ist der Schmerz jetzt gewandert? Ich habe jetzt Angst, da ist er hingewandert. Nein, das ist nicht so. Ich muss immer wieder die Menschen beruhigen und sagen, da wandert nichts. Du oder sie haben den nicht feststellen können. Weil der große Schmerz war der Haupteindruck im Gehirn. Und der hat verhindert, dass diese kleinen Schmerzen überhaupt zum Bewusstsein kommen. Also entfernen wir hier bei den Videos die großen schmerzhaften Stellen. Schauen Sie sich unbedingt auch die Videos an für die kleinen Schmerzen. Das sind dann die Nebenerscheinungen. Die muss man einfach energetisch mit behandeln und energetisch reinigen. Behandeln darf man vielleicht gar nicht sagen, aber man kann es gar nicht. Es gibt keinen Ausdruck. Um es nochmal zu sagen. Wir als oder ich als Heiler, das geht anderen auch so, müssen so einen kleinen Tanz auf der Messerspitze vollführen. Eigentlich müssen wir unserer Webseite draufschreiben, es ist alles Unfug, glaubt uns nicht, kommt wieder besseren Wissen zu uns. Das wäre das, was man eigentlich draufschreiben will, was der Staat am liebsten möchte. Damit wir so gewarnt haben und die Webseite muss so wirr aussehen, dass da der Normale sagt, naja, eigentlich kannst du ja nicht hingehen. Das ist die Voraussetzung. Das ist unser Problem. Auch da braucht es, glaube ich, Anerkennung von diesem energetischen Heilen, dass das ein normaler Teil ist. Nichts Ausschließliches, deswegen immer zum Arzt gehen, finde ich gut. Der kann viel besser Krisenpositionen erkennen, aber ein zusätzlicher Teil. Vielleicht nochmal ein Appell dazu. Ne? Deine Erfolge zeigen uns eine andere Sprache und da brauchen wir über den ganzen anderen Salmon gar nicht groß nachzudenken oder zu diskutieren. Okay. Wo hast du denn oder in welchem Bereich hast du denn mit deiner energetischen Heilarbeit die größten Erfolge? Die größten Erfolge sind in der Reihenfolge entstanden, wie ich sie angewendet habe. Also mit dem größten Erfolg komme ich gleich nochmal hin, aber die zweitgrößten sind einfach die ganzen Knochengeschichten. Alles, was mit dem Knochenapparat zu tun hat,
Nackenschmerzen, Schulterschmerzen, Rückenschmerzen, Hüftschmerzen, Knieschmerzen, Fußschmerzen, also die klassischen Knochengeschichten. Warum ist das so? Weil in diesen Gelenken sitzt oft einfach nur Energie drin. Dieser berühmte Kieselstein, der nur entfernt werden muss, damit es schmerzlos geht. Und dann kann die Natur wieder anfangen und sagen, oh ja, jetzt fange ich an zu heilen. Das ist das, womit ich angefangen bin, wo ich brutal viel gute Erfahrung habe, um es mal so vorsichtig zu sagen. Oder ich habe sehr gute Erfahrung damit. Also das geht auch hin bis, wenn man Rücken nimmt, Bandscheibenvorfall und solches. Ich könnte mir vorstellen, nach so einer Behandlung, wenn man tatsächlich einen Computertomograph macht, ist dieser Bandscheibenvorfall noch nicht weg, aber der Schmerz ist weg. Und der Rücken fängt an, sich zu heilen. Also wie es dann funktioniert, habe ich erklärt. Also diese Energie, die den Bandscheibenvorfall mit auslöst, ist weg. Und dann kann sich das wieder zur richtigen Position hinschieben. Der zweite oder der größte Vorteil oder der größten Erfolge habe ich allerdings im ganz anderen Bereich. Und das ist Depression. Jetzt darf ich keine Depression klassisch behandeln. Aber wenn man schwermütig, traurig, depressiv ist, ist das eine große Energie. In vielen Fällen, nicht allen, aber in vielen Fällen. Ich hatte jetzt mal eine, wo es nicht die große Energie war. Und diese Energie, ich nenne das immer schwarze Magie, das glaubt mir keiner. Ich konnte es fast selbst nicht glauben. Wenn man diese schwarze Magie oder diese Energie entfernt, ist in einer Minute das Leben wieder um 180 Grad gedreht. Und das ist ein Knaller. Ich habe schon viele Menschen gehabt, die jahrelang am Rande ihres Überlebens gekämpft haben. So kann man es deutlich sagen. Nach einer Behandlung oder zwei, drei mit Wiederholung das Leben um 180 Grad gedreht. Das ist ein Wunder, was mir persönlich unwahrscheinlich Spaß macht, weil ich mache es ja eigentlich aus Neugier und ich lerne auch immer gerne dazu. Und das ist das größte Wunder, was ich, wenn man so will, oft erlebt habe. Man, garantieren kann ich es nicht, ist klar. Aber wenn so eine schwarze Magie, die Ursache ist, die zu entfernen, ist ein kleines Gebet, ist es ruckzuck weg. Und der Vorteil bei mir ist, um es nochmal zu sagen, ich fühle diese Energien, fühle, sehe. Deswegen bin ich immer mit der Hand am Tasten. Und ich weiß genau, was ich tue. Also ich weiß auch, wenn diese Energie weg ist und wenn sie da ist. Und das hat einen riesigen Vorteil, auch bei den banalen Dingen wie Rückenschmerzen. Ich weiß, wenn die Energie da ist, wenn sie weg ist. Und da kann mir in der Regel keiner sagen, da ist noch was, sondern ich weiß, da ist nichts mehr. Und wenn diese schwarze Energie weg ist, dreht sich die Welt um 180 Grad. Also das ist der größte Effekt bei meiner Geschichte. Und dann die inneren Organe, die sprechen offensichtlich relativ gut an. Da bin ich im Wachstumskurs, in meiner eigenen Lernkurve. Also alle inneren Organe mögen das irgendwie. Da können auch Energien stoppend sein in dieser Geschichte. Was fällt noch gut aus? Kopf, alle Kopfprobleme, Lunge, Nase und sowas, das ist auch relativ gut. Wo ich noch nicht von überzeugt bin, bei mir, wir machen mal eins, ein Krebsvideo, also Krebsbehandlung. Alle, die danach immer Chemo bekommen haben oder wieder bestrahlt worden sind oder irgendwas, das war irgendwie Katastrophe. Also das ist dann, irgendwo bricht es dann. Ich habe schon ein paar, wo ich sage, jawohl, die hatten angeblich einen Tumor und dann haben sie sich wieder untersuchen lassen, da war der Tumor weg. Ob es an mir gelegen hat oder nicht, ich kann es dir nicht sagen, aber da bin ich in einem Prozess. Ich würde es gerne können und tun. Aber das ist echt, es ist auch sowas wie Lernen, muss ich auch gestehen. Ich lerne auch bei jeder Heilung, das ist für mich die Herausforderung, immer wieder neue Felder zu entdecken, wo es gut funktioniert und wo ich, Entschuldigung, wo ich dann mit der Zeit immer besser wäre. Als Beispiel, lange habe ich an dem Blutdruck rumgedoktert, wo ich dachte, naja, bist du nicht so überzeugt von. Mittlerweile bin ich relativ überzeugt von meiner Methode oder in diesen energetischen Entfernungen, weil ich weiß, ich muss bestimmte Punkte abarbeiten und dann regelt sich die Blutdruckgeschichte deutlich besser. Also es ist eine Lernkurve bei mir
ich bin nicht heilend für alles. Das muss man eigentlich auch sagen. Also das ist ja ganz normal, wir sind ja alle in unserem Prozess. Ja. Genauso wie ich immer wieder was probiere mit einem neuen Studio, mit anderen Kameras und so. Ja. So machst du das halt, dass du bei dem Heilen das einfach immer deswegen weiter ausprobierst. Deswegen kein Heilversprechen abgeben, aber es probieren, das Video anzuschauen, 1, 2, 3 oder mehrfach, was kann passieren? Was kann passieren? Es kann nichts passieren. Nee, das ist ja das Schöne. Entweder oder auch, passiert was Gutes oder gar nichts. Punkt. Ja, auch wenn Menschen zu mir kommen. Es kann was passieren oder es passiert nichts. Und ich mache wenn mal bei mir jemand kommt und ich merke, nicht effektiv, dann sage ich das. Also ich sage, für dein Problem offensichtlich nicht der Richtige, da musst du zu einem anderen hingehen. Komm, ich gebe ungern auf. Also ich arbeite eigentlich immer gerne, weil ich das auch als Herausforderung sehe, aber du weißt, wo deine Grenzen sind. Und sagst, wenn ich merke, es ist keine Effektivität, es gibt keinen deutlichen Sprung. Und das ist für mich immer das Maß der Dinge. Es muss nach der ersten Behandlung einen deutlichen Sprung nach vorne geben, damit dass wir beide davon, dass du, wenn du jetzt kämst, dass du sagst, wow, hier ist was passiert. Genau. Ja. Es muss nicht alles weg sein. Das wäre vermessen. Also manchmal ist es ja doch ein Prozess. Und gerade bei der Depression, wo ich so super Erfolge habe, kann es sein, dass man am nächsten Tag nochmal muss, in 2 Wochen nochmal und in 3, 4 Wochen nochmal und dann ist das Thema durch. Das ist so meine Erfahrung. Man muss den Prozess auch akzeptieren. Ich habe immer wieder Kunden, die sagen, ja, es hat geholfen, einen Tag, und morgen habe ich alles wieder. Die verstehen das nicht, dass Energien weggenommen werden, die sich am nächsten Tag wieder anlagern können. Und wenn man die am nächsten Tag wieder entfernt, dann ist irgendwann mal eine Langfristheilung drin. Mhm. Und das muss man einfach begreifen, dass es nicht ad hoc ist, dass es nicht geheilt wird in dem Moment, sondern diese Störfaktoren werden genommen, weggenommen und das macht den Qualitätsunterschied. Ne? Das ist der Punkt. Ja dann auch auf den Menschen an, je nachdem wie er in der Schwingung mitgeht, je höher er dann in der Schwingung mitgeht, desto schwerer können die negativen Energien wieder andocken. Ne? Also ein guter Punkt. Ich habe meine ersten Erfolge, wo ich nur mit Hand auflegen gearbeitet habe, in Berlin war das, eine Dame kam mit Hüftschmerzen, 30 Sekunden die Hand aufgelegt, um Heilung gebeten, die war 2 Jahre immer noch frei. Aber warum war das? Das kommt zu einem, warum war das? Sie hatte sich unwahrscheinlich mit ihrem Thema schon beschäftigt, unwahrscheinlich das abgearbeitet. Das war wirklich nur noch dieser kleine Kieselstein, der dann wegzunehmen ist. Und in diesen Videos kümmere ich mich ja hauptsächlich um begrenzte Themen. Man müsste, da kommen wir auch noch mal zu, das manchmal auch ein bisschen umfassender sehen. Das ist ja auch manchmal eine Kritik. Du machst nur das Organ, meinetwegen Geschlechtsorgan, aber man könnte auch im Hintergrund noch mal was wegnehmen. Ne? Und das mache ich ja mit dieser selbstentwickelten Theorie, dieses Leben, frühes Leben und die Ahnen. Da komme ich dann oft drauf und mache es noch mal. Aber das kann man noch mal spezifischer machen. Was ich hier nicht mache, was ich eigentlich nur zu Hause mache, ich schaue nach dem Ursache. Und da bin ich erst nach Quelle des Übels. Das geht so ja hier im Video gar nicht, weil die Leute da gar nicht antworten können. Genau. Ja. Manchmal, zu ganz vielen Teilen, zu 80-90% reicht es einfach, Energie entfernen, Körper heilt, aus die Maus. Dann ist der Fall erledigt. Aber manchmal muss man auch nochmal dahinter schauen. Was war die Quelle dieses Elends? Und die Quelle des Elends bekomme ich praktisch so als Bildinfo. Also dann kann es sein, dass ich auf einer Parkbank so jemand sehe, der die Hände über den Kopf schlägt und keiner liebt mich. Und dann guckt man nochmal rein, in der Kindheit irgendwas gewesen ist, Aspekt. Und dann gebe ich nur einen Auflösungssatz mit. Das finde ich ganz nette Geschichte, um auch diesen Aspekt noch mit abzugreifen. Ja, super. Ja, Cornelius, dann haben wir unsere erste Runde schon geschafft. Super, dass du uns die Fragen so toll beantwortet hast. Und ja, wenn du weitere Fragen hast, schreib sie uns in die Kommentare. Wir haben das jetzt alles zusammengesammelt und wir werden bald die nächste Sendung machen, dann auch vielleicht mit deiner Frage dabei. Und bis dahin wünschen wir beide, der Cornelius und ich, euch, dir wieder alles Liebe. Alles Liebe und schauen Sie gerne die Videos an. Sie helfen. Machen Sie es gut.